So, meine Lieben, weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ich freue mich sehr, dass wir wieder im Spiel drin sind, denn ich habe noch einiges zu tun, wie ihr bemerkt habt. Wir werden erstmal hier die Autobahn komplett wegreißen. Zumindest bis hierhin. Und euch auch. Und dann wollen wir ein Autobahnkreuz bauen. Mit R kann ich das nicht drehen. Schade. Mit R mache ich das hoch. Mit F wieder runter. Mit Punkt auch nicht. Es dreht sich von alleine, oder wie? Ah, rechts gedrückt halten, den rechten Cursor. Okay, ich muss noch mehr abreißen. Geht nicht anders, die Autobahn ist einfach zu lang, das Ding ist zu groß. Ha, da kenne ich nur andere Dinge. Oh. Das bauen wir dann hierhin. Das ist schön. Oder auch nicht, weil es jetzt voll durch die Schienen geht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich will den Zug in Ruhe fahren lassen und auch die Autos sollen dann natürlich in Ruhe durch. Dann reißen wir da gleich noch ein Stück wieder ab. So. Verbinden jetzt erstmal diese Teile hier. Das ist Autobahn, glaube ich, ne? Sieht auf jeden Fall so aus wie Autobahn. Autobahn. Ganz normale Autobahn erst einmal so ran. Und das... Oh Gott. Nee, warte mal, die fahren rechts so rum. Ist das jetzt einspurig? Ich weiß das gar nicht. Das ist einspurig, verdammt. Verbessern. Kann man nichts verbessern. Aber die sagen auch, die sind nicht verbunden miteinander. Verdammt. Dann bitte neu bauen. Von hier nach da. Okay, jetzt sind sie miteinander verbunden. Das gleiche auch auf dieser Seite. So. Und so. Ach Quatsch, jetzt habe ich schon wieder verkehrt rumgemacht. Gibt's doch nicht. So. Okay, dann. Das Geld ist schon wieder fast alle. Wenn ich das hier... Wie mache ich das? Irgendwie konnte man das hochmachen. Wie war denn das? Bild nach oben, ne? Ja. So klappt es. Bild nach unten, dann ist er ganz unten. Okay. Habe ich das jetzt verkehrt gemacht? Nein. Rechts war richtig. Das gleiche dann auch auf dieser Seite. Bild nach oben. Bild nach unten. Okay. So, das läuft, würde ich sagen. Das läuft wunderbar. Dann brauchen wir Straßen. Erstmal weiterlaufen lassen. Einen neuen Kreisverkehr brauche ich nicht, oder? Können wir uns einen eigenen basteln, das ist okay. Mach mal kurz Pause. So. So. So und... So, ja. Nicht schön, aber selten. Gut, ihr müsst von dort nach dort. Das geht nicht, weil es einfach im Moment so kurz ist, das Teil. Verdammt. Einmal drehen. So, Autobahn. Jetzt habe ich es wieder falsch rumgebaut. Ich glaub's nicht. Also damit kann man natürlich auch richtig viel Kohle verschwenden. Das ist natürlich äußerst elegant.
So, ist richtig, ne? Ja. Okay. Okay. Ja, das ist in Ordnung. So ist das okay. Das ist jetzt wirklich bloß unser Kreisverkehr. Da wird nichts weiter angepflanzt oder sonst irgendwas. Jetzt bauen wir noch weitere normale Straßen. Sobald wir Kohle haben. Dann einmal hier hoch. 7000! Ihr seid doch nicht ganz dicht. Aber es geht wohl nicht anders. Ich glaube, ich brauche wieder ein Darlehen. Einfach nur, um erstmal ein bisschen was bauen zu können. So, das steht. Sehr gut, dann können die nämlich von hier aus gleich reinfahren in die Stadt. Und hier kommt dann das nächste Gewerbegebiet hin. Wie groß war jetzt die Forstwirtschaft? Ah, sehe ich wieder nicht. Drehen wir nochmal zurück. Ich glaube, das war bis hier. Bis zu dem Knick habe ich das gesetzt. Ja, sehr gut. Okay, bis zu dem Knick. Das heißt, das hier alles wird Forstwirtschaft. Okay. Die Musik immer lauter wird, wenn man gerade näher rangeht an das Spiel, und wieder leiser wird, wenn man wieder weiter weg scrollt. Ist auch nicht schlecht. So, fangen wir erstmal an. Industrie. Viel Spaß, siedelt euch an, gebt mir Geld. Denn ich brauche es dringend. So, auch hier gilt wieder nicht schön, aber selten. So, reicht erstmal. Dann ist Industrie schon mal vertreten. Jetzt auch mit Forstwirtschaft. Das ist perfekt. Brauchen wir wieder mehr Wohngebäude und auch Verkaufsgebäude. Hier wird nachher die Verkaufsstraße sein. Demnächst kümmern wir uns noch um ein Busdepot. Ach, das Dornröschenviertel. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Der Kreisverkehr funktioniert noch. Wir werden irgendwann eine Mod installieren, womit wir die Ampeln wegnehmen können. Denn die gefallen mir gar nicht. Ich hatte gedacht, dass frisches Wasser zu den grundlegenden Dingen gehört. Aber nein, wie lange müssen wir noch warten? Ups, ach, Quatsch. Ja, oben. Ich sehe es gerade, da fehlt noch die Verbindung. Zufrieden? Sehr schön. Wie sieht's aus mit Strom? Ah, oh, schon wieder. Kein Strom mehr. Dass man so ewig lange rumdümpelt, ohne Geld, das gefällt mir natürlich gar nicht. Aber da müssen wir wohl durch als Lurch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Es kommen viel zu wenig Arbeitskräfte hierher. Ich brauche dringend eine Busstation, die die Arbeitskräfte runterbringt, und Wasser wird auch langsam knapp. Knapikowski. Erstmal Strom. So. Strom reicht wieder. Hurra für den Bürgermeister. Mehr grüne Energie für die Stadt. Hurra an mich. Schön, dass ihr wenigstens Strom habt. Das ist toll. Freut mich sehr. Das hier wird alles Wohngebiet, ne? Muss die restlichen Dinge hier noch abreißen. Aber ich brauche erstmal das Wohngebiet. Baukosten sind zu teuer. Jetzt nicht mehr. Okay, her mit den Wohngebäuden. Brauchen mehr. Brauchen Arbeitskräfte für unsere Firmen. Ansonsten drehen die irgendwann am Zeiger und verlassen uns wieder.
Das können wir jetzt im Moment natürlich gar nicht gebrauchen. Wie sieht's aus mit Wasser? Ja, ich kann wieder ein neues Wasserwerk bauen. So, auch gleich noch verbinden. Sehr gut, frisches Wasser haben wir. Brauchen wir noch ein Abwasserrohr. Läuft alles in den Fluss. Mmh. 2500 können wir bauen. Zack, okay. So, die stehen jetzt schon leer. Da will keiner mehr arbeiten. Verdammt. Ihr braucht auch noch Wasser. Oje, oje, oje. Industrie möchte sich gerne ansiedeln, hat aber hier im Moment keine Chance, weil keine Arbeitskräfte anfangen wollen. Das ist schlecht. Halt. Wieder weg. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr noch in dem Gebiet seid von der Forstwirtschaft und ich möchte keine andere Industrie hier haben. So, Arbeitskräfte kommen langsam. Die ganzen leerstehenden Gebäude, die nehmen wir weg. Gut, und dann kümmern wir uns später um ein Busdepot. 30.000 für Busdepots. Hoho. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Dann kann ich auch mehr Strom bauen jetzt. Grüne Energie für alle. Wasser sieht noch gut aus, müssen wir uns aber auch drum kümmern, dass das immer so bleibt. Warum fällen sie all die Bäume? Ich hoffe, unsere Stadt wird sich jetzt nicht in irgendwas verwandeln. Ein Wasserturm. Wie süß, sowas gibt's auch. Kann man wahrscheinlich erstmal als Überbrückung bauen, bevor man sowas hier hat. Brauche ich aber nicht. So, die Windmühle kann weg. Die auch, die auch, die auch. Auch. So, wir haben jetzt weitaus weniger Strom. Das ist aber nicht schlimm. Ich baue jetzt gleich den nächsten Strombringer. Okay, und damit haben wir jetzt wenigstens alles hier frei gemacht und können uns ganz in Ruhe um alles andere kümmern. Gut. Das Dornröschenviertel wird immer hübscher. Hier unten fehlen wieder Arbeitskräfte. Hoffentlich nicht mehr lange. Ja, ich kann so viel Neues bauen. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es auch tun, Leute. Kann ich aber im Moment nicht. Hab ich nicht. Wir haben noch genügend Gesundheit. Der Arzt versorgt wirklich alles. Aber die Polizei nicht. Die Kriminalität hier unten könnte schnell steigen. Das heißt, wir werden hier irgendwo ein neues Polizeigebäude bauen. Und die Feuerwehr muss auch unbedingt hin. 12.000 haben wir gleich. Dann setzen wir die erstmal hier hin. Oder weiter nach oben. Sind die unten wieder nicht geschützt? Das ist alles doof. Bauen wir sie hier hin. Okay. Feuerwehr steht. Brauch Kohle. Gib mir ein Darlehen. Diesmal nehme ich auch das hier. So. Das kann eine Weile dauern. Also, bauen wir. Wie die Weltmeister. Mehr Wohnviertel. Die wollen hier Wohnviertel ohne Ende. Hier wird alles abgerissen. Es ist mir egal, ob da jemand wohnt oder nicht. Strom braucht kein Mensch mehr. Ich wollte schon sagen, habe ich jetzt wieder keinen Strom, kein Geld mehr. Aber doch, haben wir noch. So, das kann alles weg. Das machen wir auch gleich weg. Jetzt kommt erstmal alles mit Wohngebiete voll. Oh,
läuft, läuft, läuft. Also wenn wir jetzt nicht genügend Wohngebiete haben, dann weiß ich auch nicht. Das ist perfekt. Okay. Reicht. Wasser brauchen sie. Strom müssten wir noch haben. Perfekt. Viel Spaß wünsche ich euch. So, dann bauen wir noch eine Straße hier hoch. Sich dort anbindet. Und hier noch eine Querstraße. So, dann kommt hier noch mehr hin. An Industrie. Weil ich will, dass die Leute auch in der Industrie arbeiten, werde ich kaum Schulen bauen an gewissen Plätzen, damit die Leute schön doof sind und auch schön in der Industrie arbeiten. Okay, so, das Dornröschenviertel ist hübsch. Das hier unten auch. Wasser brauchen wir noch. Und da auch. So, das ist auch fertig. Hier ist alles gut. Brauchen wir jetzt einen Arzt? Nein, immer noch nicht. Eine Feuerwehr? Ja, brauchen wir auch hier. Brauchen eine Polizeiwache. Hauptsächlich erstmal bei den Haushalten.